Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Get Even. Und ja, in der letzten Folge habe ich mir ja echt halb in die Hosen gemacht. Also, oh Gott. Also ich muss sagen, echt jetzt schon Hammer. Hammer, echt Hammer. Das Game ist echt Hammer. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir in der Anstalt sind. Wir haben irgend so eine Konstruktion auf dem Kopf. Genauso wie ein paar andere Leute, die hier sind. Also wir sind hier nicht alleine. Und es hat einer mit uns Kontakt aufgenommen, und zwar einer namens Red. Und ob wir dem so vertrauen können, ich weiß ja nicht so recht. Und wir haben diesen Typen hier rausgelassen. Ob das jetzt so gut war, denn jede Entscheidung führt zu einer Konsequenz. Ich weiß es nicht. Wie wir sehen können, wir werden hier die ganze Zeit gefilmt. Okay. Warshire Wochenkurier. Datum 21.10.2010. Seite 1. Herz der Dunkelheit. Die Schreckenanstalt von Richard Bachmann und Brian Evanson oder Evanson. Die Lyndhurst-Anstalt wurde 1962 erbaut, um bis zu 500 Insassen zu beherbergen. Zu Spitzenzeiten Mitte der 80er waren es über 2000. 15 Jahre später musste die Einrichtung geschlossen werden, nachdem es wiederholt Beschuldigungen von Ex-Patienten und eine Reihe von Zeitungsartikeln über schockierende und unorthodoxe Behandlungsmethoden des Leiters der Institut Dr. William Benway gegeben hatte. Benway verfolgte den radikalen Ansatz, dass physische Erkrankung auf Infektionen des Körpers zurückgehen und der beste Weg, einen Patienten zu heilen, folglich die Entfernung selbiger Infektionen ist. Berichtet zufolge zog er Patienten Zähne und fuhr, wenn ihm die Behandlung nicht erfolgreich erschien, mit der Entfernung weiterer Körperteile wie Hoden, Uterus, Eierstöcke und Magen fort. Leute, was spiele ich hier? Ich habe keine Ahnung, oh Gott! Er behauptete damit, eine Heilungsrate von 90% zu erreichen. Alter, ey, ganz ehrlich, das ist immer so, Leute. Die Leute, die nachher irgendeine Anstalt leiten, die haben selber einen Haschmich. Die sind selber nicht mehr ganz McSchucke da oben in der Birne. Okay, von 90% zu erreichen. In Wirklichkeit starben viele der Patienten, was Benway als ultimative Heilung bezeichnete. Benway und seine Methoden gaben der Lyndhurst-Anstalt schließlich ihren Spitznamen, die Klinik der verlorenen Zähne. Und da sind wir jetzt. Super, toll, ich freue mich. Ja. Ich guck noch mal, ob wir vielleicht... Das war UV-Licht, ne? I told you to ignore them, Mr. Black. If the treatment is to succeed, I need your cooperation. Yeah, sure. Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich war ja komplett artig. Ich weiß gar nicht, was du willst von mir, Alter. So. Lyndhurst Anstalt, bla bla bla, schnicki schnacki schnucki. Samson Chanel, Adresse 133, Holy Simpwick West Midlands, bla bla bla. 34 Jahre alt, London, Geschlecht männlich, kaukasisch, la la la, das ist jetzt alles unwichtig. Besonderer Behandlungscode noch nicht festgelegt. Besondere Bemerkung zur Behandlung, Tag der Aufnahme 14.10.96. Allgemeine Bemerkung, Patient arbeitet als Hausierer. Nach einem physischen Zusammenbruch wurde er ein selbsternannter Kultführer. Fallinformation abgerissen. Was?
Was? Oh Gott! Ich wusste das. Leck mich am Arsch hier. Wer bist du? Was willst du? Ich erschieß den. Ist mir doch bei Schugge egal. 58 Schuss. Okay. Oh Leute, ich bin so dermaßen angespannt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich würde mich am liebsten hier ängstlich so in der Ecke hocken und... Okay. Den haben wir jetzt erschossen. Pech gehabt. Der ist ja auch schließlich mit dem Brecheisen auf mich zugekommen. Also ich lasse mir ja viel gefallen, aber dit nicht. So, ja, hallo? So, Seite 2. Warshire Wochenkurier. 21.10.2010. Benway gab dem Patienten LSD mit der Anweisung, ihr inneres Selbst zu erforschen. Er gab zu, seine vorherige Theorie über die körperliche Infektion möglicherweise unvollkommen war. Die Ergebnisse der Therapie von Dr. Elliot Baker überzeugten ihn aber davon, dass LSD der Schlüssel zur Heilung aller physischen Erkrankungen sein könnte. Es ist entscheidend, dass der Patient nackt ist, hohe LSD-Dosen einnimmt und mindestens 2 Wochen in Einzelverwahrung verbringt, sagte Benway. Also Leute, Benway hat total... Ja. Also der ist doch nicht mehr ganz weg. Sugar, der Kerl. Erwartungsgemäß verschlimmerte sich der Zustand der Patienten nach einer solchen Behandlung nur noch weiter. Natürlich. Zu den extremen Fällen gehören der Fall der schizophrenen Patienten Richard Pickman, der seine Augen entfernte und aß, und der Selbstmord von Ronald Opus durch Autostrangulation. Ich habe nie einen Fehler begangen, sagte Dr. Benway in Bezug auf die Anschuldigung seiner Patienten. 1999 schlossen sich die Türen der Anstalt für immer. Viele Anwohner und ehemalige Patienten hoffen auf einen Abriss, doch bisher steht das Gebäude leer. 2003 diente es als Drehort für den Low-Budget-Horrorfilm The Final Session. Ja. Toll. Ich bin sowas von überhaupt nicht begeistert. Ups, sorry Leute. Ob das jetzt so gut war? Aber der kam da raus, ne? Der kam hier raus. Oh, dass die Türen immer zugehen, das macht mich uschig. Exit, Feuer. Ja, ich möchte hier auch raus. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Okay, also ich mag den jetzt schon nicht. Also wenn das nicht der Typ sogar ist, naja, kann ja nicht, eigentlich nicht sein, aber... Oh. Wo gehe ich jetzt lang? Ich schulde ihnen meine Freiheit, dafür schenke ich ihnen die ihre. Ich kenne den Weg, er kann jetzt betreten werden. Samson. Ist das der, der uns freigelassen hat? Also, der uns freigelassen hat, den wir freigelassen haben? Okay, hier geht's gar nicht weiter. Also mich stürzt ein bisschen. Ich muss die Tastenbelegung, glaube ich, echt bald mal ändern. Okay, hier kommt nichts.
Hier ist eine Tür. Der speichert, das finde ich nice. So. Bla 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 bla. John Linden. Besonderer Behandlungsgrund muss jederzeit medizinisch versorgt werden. Besondere Bemerkungen zur Behandlung. Konstante Überwachung nötig. Einzelzimmer empfohlen. Allgemeine Bemerkung, der Patient leidet unter schwerem Gedächtnisverlust, was es ihm nicht ermöglicht, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Er berichtet von visuellen als auch akustischen Halluzinationen, die mit häufigen außerkörperlichen Erfahrungen verbunden sind. Laut eigener Aussage hat ihn eine unidentifizierbare Organisation entführt und soll versucht haben, seine Erinnerung zu löschen, was ihr laut dem Patienten nicht gelangt. Fallinformation. Der Patient wurde nahe dem Barnt Green Naturlehrpfad ziellos umherirrend und nur mit blutverschmierter Unterwäsche bekleidet aufgefunden. Er fiel zwei Polizisten an, die an den Ort geschickt wurden, um nähere Untersuchungen vorzunehmen, und wurde schließlich von ihnen verhaftet. Nach der Festnahme begann der Patient zu schreien. »Ihr könnt nicht mal die Käfige in euren Köpfen sehen.« Während des Transports wurden weitere an die Polizisten gerichtete Beleidigungen wie blinde Idioten oder arme Handlanger aufgenommen. Natürlich war das klar. Das wäre ja auch zu einfach. Fourth birthday? No, no, never third, never, never. Someone there? Yes. Someone. Someone real. Turn on the light. Let me see. Naja, wenn der das da ist, dann ich weiß nicht, ob ich den dann rauslassen soll. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich würde gerne mit den Leuten reden, um dann zu entscheiden. Aber so war der ja jetzt nicht. Ich guck noch mal. War der gefährlich? 26. Muss medizinisch versorgt werden. Okay, der hat Okay. Ja, aber mit Blut und so weiß ich nicht. Das ist irgendwie... Nein, die befreie ich nicht. Tut mir leid. Sorry, Alter. Have a nice day. Okay, hier kann ich mich... Hier ist so ein Versteck. Das heißt, hier muss doch gleich irgendwas kommen. Always searching. You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful. As we prepare for our first little trip. The more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Sorry, Leute, ich beobachte das alles so ein bisschen mit Abstand. Bin ich ganz ehrlich. Okay, woher soll ich jetzt wissen, wo lang? Hier geht's weiter. Die Tür ist unlocked. Okay. Ich gehe mal ganz kurz. Nur ganz kurz. Okay, hier kommen wir sowieso nicht weiter. Hat sich also erledigt. Die
Die ist doch bestimmt gleich verschlossen. Okay. Wir müssen uns bestimmt hier gleich was angucken. Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It'll take the memory unit a moment to calibrate. Okay. Counting Roger Howard and the Weapons of the Future. Okay, Geschäftsmann Roger Howard und die Waffen der Zukunft. Okay. ADS, Birmingham, West Midlands. Oh Gott. Wo bin ich hier bloß gelandet? First Floor. Sieht auf jeden Fall riesig aus. Advanced Defense Strategy, also Strategie, oh Gott. Ich hab's heute auch mit Englisch, also normal schon mit Lesen Probleme und jetzt auch noch mit Englisch. Ey, jetzt geht's los hier. ADS, so. Seit der Gründung in den späten 90ern ist Advanced Defense Strategy innerhalb kurzer Zeit zu einem der früheren führenden Hersteller kleiner Feuerwaffen in Großbritannien avanciert. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 ist das Unternehmen zur viertgrößten Rüstungsunternehmen in Europa aufgestiegen. Es wurde 1998 von Roger D. Howard, einem führenden Militär, gegründet. Der ehrgeizige Geschäftsmann sollte der BBC, dass es schon immer sein Traum sagte. Entschuldigung, sagte der BBC, dass es schon immer sein Traum war, bahnbrechende Computertechnologien mit neuesten Ingenieurleistungen zu vereinen, um die Waffen der Zukunft zu erschaffen. Des Weiteren sagte Howard, meiner Meinung nach sollten sowohl Waffen als auch Verteidigungssysteme absolut Vorreiter des technischen Fortschritts sein. Nehmen Sie beispielsweise das Internet. Es wurde im großen Umfang von der US-Armee genutzt, Jahrzehnte bevor es für die Allgemeinheit zugänglich wurde. In bestimmten Kreisen wird das World Wide Web sogar bereits als ein Museumsstück angesehen. Ich denke, das allein demonstriert bereits die Rolle der Waffenhersteller. Wir zeigen der Menschheit, welche Richtung wir einschlagen. Wir zeigen ihr die Zukunft, eine sichere Zukunft. Weiter auf Seite 12. Was ist jetzt? Very good. Just relax and allow that image to take you back there. You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the corner gun, which apparently you remember. Ah, okay. Was mich jetzt ärgert, ich wollte jetzt eigentlich noch die anderen Sachen ansehen. Das wusste ich jetzt nicht, dass ich dadurch jetzt in eine, in ein Flashback komme. Ja. Lasst mich raten. Oh, Gott sei Dank, wir haben eine Waffe, okay. Ja. Verschlossen, natürlich. Okay. Ja, könnte interessant werden, besonders ich und Karten, habe ich ja schon mal gesagt. Eingehender Anruf. What the fuck just happened? Is this real? The answer
answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay. Steal the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Robert, denken Sie daran, stehlen Sie den Prototyp, vernichten Sie alle Daten. Okay. Also ging's um diese Corner Gun. Sehr interessant. Hier schon mal kein Blut, das gefällt mir. Hier ist aber auch kein... Ja. Die Frage ist... Oh Gott, Leute, guckt euch dieses Labyrinth an. Hier komme ich nie wieder raus. Das war's. Für ewig. Oh nein, was bist du denn, Süßes? Ein kleines Häschen, ein kleines Häschen. Dich möchte ich haben und knuddeln, weil ich so Angst habe. Oh Mann, ich will hier raus. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay. Edge Baston aufgrund von ADS-Konferenz gesperrt. Die Edge Baston Road in Birmingham wird von 26.06.20:30 bis zum 27.06.02 Uhr zwischen Alcaster und Cromer Road in beiden Richtungen gesperrt. Grund sind Wartungsprobleme mit den unterirdischen Kanal- und Wassersystemen. Verkehrsteilnehmern wird dazu geraten, auf andere Routen auszuweichen. Sergeant Thomas Hill, Verkehrspolizeieinheit Severn. Leute, wir sollten die Hosen wackeln lassen und diese Leitung in Ordnung bringen, bevor die Konferenz losgeht. Okay. Bestimmt, das brauchen wir bestimmt noch mal. Wo war das mit Thermo, ne? Ja, Thermo. Okay. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, vielleicht brauchen wir das gleich noch mal. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir es dann noch mal finden werden. Mich ja jetzt schon verlaufen. So, hier war der Mittelgang, da waren wir. Und da kommen wir her, oder? Ja. Und hier kommen wir. Da kommen wir nicht durch. Ich könnte jetzt auf die Map gucken, ja. So. Toll. Ja, aber ich muss das doch irgendwie hier aufkriegen. Reicht das, wenn wir so irgendwie? Nee. Wir können damit nicht interagieren.
Okay, hier geht's lang. Hier die Türen gehen nicht auf. Ich weiß, ich sag gerade nicht so viel. Ich bin auch extrem angespannt, Leute. Scanner-App. In a simulated projection of your real-life scanner. It will help you make sense of any inconsistencies in your synaptic recall. Your memories. Hä? Was bitte? Okay. Ah, okay. Ja. Also habe ich mir jetzt den Weg sozusagen freigescannt. Opportunity to engage your mind at last. I'll just shoot your way out of a problem. Careful. Those pipes will burn if you get too close. Burn? I thought this was just a memory. It is. But your brain will give you the sensation of being burned. What affects the mind affects the body. Cause and effect. This is crazy. Das ist auch wirklich alles verrückt. Oh Gott, Leute. Okay, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge und machen da die Tür auf und gehen da bei diesen heißen Rohren lang. Ich bin mal gespannt, wie oft ich da sterben werde. Ich habe so das leise Gefühl, dass ich da sterben werde und das sogar öfters. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob man sterben kann. Aber man hat ja gehört, auch wenn das hier nur sozusagen die Übertragung ist über dieses Gerät, kann er ja trotzdem Hitze oder Kälte oder sonst irgendwas empfinden. Das heißt, er kann auch Schmerz empfinden. Ja, ich freue mich. Yay! Nee, gut, aber wir sehen uns in der nächsten Folge von Get Even. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen da oder abonniert sogar meinen Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss!